Ich glaube schon, dass Hamburg sich ganz klar weiterentwickelt hat, haben, ich denke, auch gute Transfers getätigt, haben somit mit Spajic, Ekdal, Hand so in einem Zentrum eine Achse dazu gewonnen, die zum einen Stabilität gibt und die aber auch eben halt eine spielerische Linie der Mannschaft gibt und insgesamt wirkt Hamburg deutlich geschlossener, taktisch disziplinierter als über weite Strecken der vergangenen Saison. Deshalb wird das keine leichte Aufgabe, weil leichte Aufgaben gibt es in der Bundesliga sowieso nicht. Ist sowieso immer ein bisschen schwierig. Erstes Spiel nach der Länderspielpause werden heute das erste Mal dann mit einem kompletten Kader trainieren. Weil ja die Spieler dann sehr unterschiedlich eingetrudelt sind hier in Leverkusen durch den Plan mit den Länderspielen, dass die jetzt an vielen Tagen stattfinden. Ja, sind so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und dann heute Freitag kommen dann die Spieler zurück. Deshalb haben wir eine kurze Trainingseinheit heute nochmal, um uns auf das Spiel dann endgültig vorzubereiten. Ich denke, dass wir trotzdem die Phase jetzt gut genutzt haben mit den Spielern, die da waren, gut trainiert haben, Spieler wieder rangeführt haben, mit Tenjedwa und Ömer Toprak jetzt zwei Spieler wieder zur Verfügung haben, die komplett einsatzfähig sind. Haben leider das Problem, dass Lars Bender auf jeden Fall ausfallen wird morgen. Auch noch ein großes Fragezeichen für Dienstag ist, hat eine Kapselverletzung im Sprunggelenk, die ihm große Probleme im Moment bereitet. Kevin Campbell wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausfallen. Morgen hat eine Mandelentzündung sich geholt, konnte ja auch deshalb am Montag beim Länderspiel nicht spielen, hatte jetzt unter der Woche dann ein hohes Fieber. Kleine Chance besteht noch, ist auf dem Weg der Besserung, aber Tendenz geht auch dahin, dass er höchstwahrscheinlich nicht spielen kann. Rio ist auch verletzt wiedergekommen von der Länderspielreise, auch Probleme mit dem Sprunggelenk, wird auch auf jeden Fall ausfallen für morgen. Das ist so die personelle Situation und Situation insgesamt für das Spiel morgen. Wenn wir jetzt uns auf hohem Niveau stabilisieren, dann wäre das ganz klar für unsere junge Mannschaften ein großer Schritt nach vorne. Man darf ja immer nicht vergessen, wir spielen in Barcelona und habe ich doch, glaube ich, weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber da ist dann Chicharito mit 27 Jahren unser ältester Spieler auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Champions League Mannschaft gibt, die so einen Altersdurchschnitt hat und dass wir dann auch ab und zu noch mal Fehler machen, für die wir dann leider auch bestraft werden, das ist schon irgendwo auch normal. Ne? Und jetzt müssen wir einfach den Weg gehen. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber wir sind natürlich in einem Zustand, wo wir in der Lage sind, in jedem Spiel auch als Sieger vom Platz zu gehen.